foul beast approaches. In the name of the sovereign tax collector. Halt! Ich muss mich das nächste Mal wirklich dann an den Marktplätzen orientieren, wo ich die baue. Und dann entsprechend die Guard-Türme bauen. Ja gut, aber so lernt man aus den Fehlern. Ich werde es jetzt trotzdem versuchen. Wie weit ich komme. Weil ich denke mal, Tag 40 werden wir erreichen, bis die Aufnahmesession vorbei ist. Tax Collector. Tax Collector. Ja, und da hauen sie alle wieder ab. Ne, Tag 30 ist gleich um und wir haben noch nicht mal die Hälfte. Tax Collector. Tax Collector. Ich muss gucken, dass ich die Marktplätze nah an die Burg baue. Viermal 450, hier sagen wir 2000 fließen auf jeden Fall schon mal in die Warrior. Nächster Markttag. Ich sehe es schon kommen, so mit 80.000 so ungefähr werde ich es hinkriegen. Auf jeden Fall nicht mehr so viele Guardhäuser. Tag 32. Na, wir kommen wahrscheinlich mal die 80.000. Skulls. Ah, achso, Skulls ist einfach, du verlierst. Ja, what you lost. Ja, so könnte ich halt das Geld verdammt schnell machen. Wenn wir so bei Tag 25 jetzt bei 50.000 wären, dann würde ich noch sehen, dass wir es schaffen, aber so schaffen wir es nicht. In the name of the sovereign. Bei hier brauchen wir auf jeden Fall Warrior in dieser Mission, bei dem Viehzeug, was hier überall auftaucht, ständig. Foul beast approaches. Sogar einer so mutig und reißt das Dark Castle da unten ein. Nee, nur noch 7 Tage. Also wir brauchen 4 Marktplätze dringend. Wir müssen aber auch gucken, dass wir alle 4 Marktplätze beschützen können.
Ja. Wie viel Gold ist uns da jetzt wieder verloren gegangen? In the name of the sovereign! Ja. Hold your majesty. Lief aber auf jeden Fall schon mal recht gut dieses Mal. Das sind halt meiner Meinung nach von den Advanced-Missionen die beiden schwierigsten, weil es ein Zeitlimit gibt. Eigentlich sollten das Expert-Missions sein, meiner Meinung nach. Alle anderen Missionen haben nämlich nicht so wirklich solche Probleme. Gut, ich habe nicht so viele Expert Missions gespielt früher, muss ich zugeben. I'm out of here. Als ich das Spiel einmal in die Hand bekommen habe, beziehungsweise als ich es mir damals auf Steam in HD gekauft habe. I'm out of here. Foul beast approaches. 5 Tage und noch 40.000. Now I'm ready for anything. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir in den 5 Tagen noch die 20.000 auf 80.000. Das Evil Castle ist weg. Ja. Marktag. In the name of the sovereign. Marktag. Tax collector. Hold your majesty. Tax collector. Hold your majesty. This item looks interesting. Der hat wieder Geld gefunden. Wir haben 4 Inns. The Regular Inn, the Brazen Elf, the Last Resort und das Tape House. I'm out of here. Tax collector. I'm out of here. In the name of the sovereign. Oh, Goblin Priester. In the name of the sovereign. Wer hat die Goblin-Armee eingeladen? In the name of the foul beast approaches. I have. In the name of the sovereign. Foul beast approaches. Halt! Tax collector. Hold your majesty. Das war jetzt noch mal übel. Ja, aber es sind noch 3 Tage und wir haben noch nicht mal die 80.000. Wir haben noch nicht mal die 70.000. Ja. Tax collector. Ich werde es wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession noch einmal versuchen. Regulär. Und dann werde ich cheaten. Dann werde ich einfach in der Gambling Hall alles, also speichern, alles setzen, was ich habe. Und das so oft, bis ich gewinne. So verdoppel ich ja immer meinen Einsatz. Also indem ich zum Beispiel jetzt hier einfach mal... Ich zocke einfach mal ein bisschen, weil wir schaffen es nicht. Jedenfalls nicht auf regulärem Weg. Ja.
Meistens kommt Blau raus. Außer ich habe Blau. Genau, und jetzt habe ich einen Haufen Geld verzockt. Gut. Ja, einfach indem ich alles setze und immer Speicher lade, bis ich das Geld zusammengespinnt habe. Da ich glaube ich mit 10.000 starte, muss ich das nur 10 Mal gewinnen oder so. Aber das wäre halt die wirklich gecheatete Variante. Wie gesagt, hätte das mit dem vierten Marktplatz nicht, wäre das mit dem vierten Marktplatz nicht so in die Hose gegangen und hätte ich ihn vielleicht früher gebaut, wäre das viel einfacher gewesen. Naja, noch ein Tag. Dann haben wir verloren. Dann kann ich euch auch mal das Game Over zeigen. I'm out of here. Ja, verlangt das Dreifache von dem, was wir ihm eigentlich geschuldet haben. Also 30.000, 35.000 vielleicht. Oder 25.000. In the name of the sovereign. Ja, hätte ich jetzt gerade nicht so viel Geld rausgeworfen. Ich wüsste, wie ich noch gewinnen könnte. Ich kann nicht mehr als 1.000 setzen, oh. Ja. The day is lost, Majesty. But there's always tomorrow. Ja, you failed to repay the demon. Gut. Das heißt, das dürfen wir uns das nächste Mal nochmal zu Gemüte führen. Und dann werden wir vielleicht das endlich auch endlich mal in die Expertenmissionen schaffen, in die drei erstmal. Weil es gibt die vier reguliert. Und die beiden waren, soweit ich weiß, Secret Missions. Wenn wir wahrscheinlich erstmal den Dark Forest gucken. Ich glaube, ich spick mal ganz kurz rein. Cure the Adventurers of the Sickness. Defeat the Witch King who dwells in the Tower. Mhm. Gut, den Text lassen wir jetzt mal sein. Aber das sollten wir als nächstes dann angehen. Also die hier. Vengeance of the Lich Queen. Hier müssen wir jemanden töten. Hier müssen wir die Sphere of Power finden. Hm. Ja gut. Das machen wir dann aber alles erst bei der nächsten Aufnahmesession dann. Sobald wir die Dämonen da besänftigt haben. Warum wir mich einfach den Kopf abschlagen können, ist mir unklar, aber sei es drum. Also, bis zum nächsten Mal.